Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen Live-Aufnahme von Ori and the Blind Forest. Ihr habt richtig gehört, ich bin live und ich nehme auf. Das heißt, das, was ihr hier gerade auf Twitch seht, kommt auch auf YouTube, vice versa. Also das, was ihr auf YouTube seht, kam auch mal irgendwann auf Twitch. Ich spiele Ori and the Blind Forest weiter, was ich vor über 2 Jahren aufgehört habe. Zu den Gründen, warum und wieso, komme ich wahrscheinlich gleich nochmal. Ich habe es im Stream gerade schon angeschnitten gehabt. Und ja. So, da ist schon die erste Nachricht im Chat. Hallo Sass, ey Schnucki, ich finde es toll, dass du Ori spielst. Und hallo, Hallihallöchen. So, also wie gesagt, das Ganze ist eine Live-Aufnahme für den YouTube-Kanal, wo ich ein Let's Play gemacht habe, wo ich vor über 2 Jahren aufgehört habe mit, was daran lag, dass ich die Aufnahme verkackt habe. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich da hinkomme. Ganz kurz konzentrieren. Passt. So, es ruckelt etwas. Ist dem wirklich so? Woran liegt das? Also ich meine, bei mir auf dem Monitor läuft es flüssig. Komisch. Minimal. Ich hoffe, das geht so. Wenn es zu schlimm wird, keine Ahnung, müsste ich vielleicht mal irgendwas ändern, aber... Ich kann ja gerade nebenbei bei mir ins Dashboard bei Twitch reingucken, da sehe ich ja ungefähr, wie es ruckelt oder nicht. Gerade hier zum Beispiel... Oh, shit. Ganz kurz ein bisschen Leben zurückholen. Mich ganz kurz ins Dashboard reingucken. Ja, das sieht okay aus. So, also, warum habe ich damals mit dem Let's Play aufgehört? Das ist eine gute Frage, die ich euch beantworten könnte, wenn ich nicht sterben würde. Und zwar, ich hatte nach der Folge 25, die noch gar nicht auf dem Kanal raus ist, übrigens, also die kommt jetzt dann zeitgleich mit der neuen Folge. Wie mache ich denn das hier? Au, Mann. Puh, komm, ich fange nochmal an. Zu wenig HP. Lieber nicht. Ich habe nach der Folge 25 nochmal eine Aufnahme gemacht. Von gut und gerne 3 Stunden. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was falsch gelaufen ist. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ich glaube, ich habe kein Mikrofon aufgenommen oder so. Keine Ahnung. Irgendwas ist auf jeden Fall bei der Aufnahme nicht in Ordnung gewesen. Weshalb ich die Aufnahme wegschmeißen konnte. Und ja. Das Ende vom Lied ist ganz einfach, dass ich, nachdem ich wieder Schwierigkeiten bei meiner Aufnahme hatte, keine Motivation mehr, da weiterzumachen, was sehr schade ist, und habe das Spiel dann einfach mal liegen lassen, pausiert, nicht beendet, wohlgemerkt. Ja. Und da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, würde es jetzt in dem... Oh, shit, 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 ah, shit! Sind wir weitergehen. Ach komm, was mache ich denn? Bin ich denn blöd, frage ich. Und ihr schreibt bitte nicht ja im Chat. Das hätte klappen können. Ach, Mann! Der Death Counter, wo ist er denn? Freut sich übrigens mit 348. Ja. Und in den 3 Stunden, die ich aufgenommen hatte, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, bin ich schon ganz schön weit gekommen eigentlich. Ich habe hier das Gebiet zum Beispiel schon abgeschlossen gehabt. Und ja... War auf einem guten Wege weiterzukommen. Ne? Weißt du Bescheid? Natürlich bist du blöd. Speicher doch oben erstmal. Ja, recht hast du, ne? Natürlich bin ich blöd. Aber das ist ja nichts Neues. So, zack.
Ist die Frage, komme ich da hin? Ja, das geht. So. Jetzt ist nur die Frage. Okay, nee, das geht nicht. Wenn ich jetzt hier... Aua! Ich hab das schon mal geschafft, okay? Können wir uns darauf einigen? Ich weiß nur nicht mehr, wie es geht. Ach, was mache ich denn, um Himmels Willen? So, Bubble ist wieder auf dem Rücken. Also ich glaube, wir werden es heute auf jeden Fall noch nicht durchspielen. Spring hinter dem roten Ding und mach die Kugel schnell. Es kann noch eine Weile dauern, bis ich es raus habe, ne? Oh, sie bleibt hängen, cool. Ah ja, Stachelis, ich liebe euch. Also das war ein bisschen weit zurück. Aber hey, ich habe was gefunden, was ich übersehen habe. Wupp, wupp. Das Ding hätten wir gebraucht. Also... Hat es sich gelohnt, das zu verkacken? Ich springe jetzt gerade mal ganz kurz zurück zur Stelle, wo ich eben war. Kappa. Ich speichere lieber gleich mal hier. Ich habe keinen Bock, den Käse nochmal zu machen. Fapp, fapp. Bitte benehmen Sie sich in meinem Chat. Danke. Mann! Wieso kann ich diesen Sprung nicht schaffen? Was ist da los? Was soll das? Okay, hätte klappen können. Hör auf, Sachen schönreden zu wollen. Hey, ich hab das Ding noch bekommen, hallo? Das hat nichts mit Schönreden zu tun. Ich hab das wirklich geschafft, ja? Kannst du mal meine Erfolge hier... Oh shit, oh shit. hier wertschätzen? Warte. Weil ich's kann. Ja, okay. Wovon redest du? Das weiß ich auch nicht. Du weißt, ich rede viel und lang, wenn der Tag lang ist. Mal, wenn ich jetzt die Kugel abschmeiße... Oben speichern hatte ich auch vor, aber ich musste erstmal hochkommen. Nech. Schafft Ori den Sprung? Nee, den schafft sie nicht. So, jetzt ist die Frage. Wie geht's jetzt von hier weiter? Okay, das ist auch nicht die Lösung.
Hallo Mono Knight, huhuhu. So. Doppelsprung ist ja, während ich diese Kugel drauf habe, nicht drin. Brauche ich das Ding überhaupt gerade? Scheinbar ja schon. Ich probiere das nochmal mit Springen. Oh, oder warte mal. Wenn ich jetzt hier runter springe. Ah, guck mal einer an. Death Counter 8. Genau, zähl mal mit. Das passt mir schon ganz gut. Dong. Ah, schön. So. Ich habe ja gesagt, ich habe das alles schon mal gemacht. Ich habe nur nicht mehr viel Ahnung von dem, was ich mal gemacht habe. Da fehlen noch Fragmente. Nee, keine Ahnung, war Spaß, ob ich das zähle. Musst du auch nicht. Wir sind bei 360. Kein Problem. Dank mir später. Oh je. So. Ich krieg den Sprung noch nicht so hin, wie ich ihn gerne hätte. Ich würde ganz gerne an den oberen genauso. Damit ich nämlich hier hinkomme. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ne, das reicht mir natürlich nicht. Der Tempel ist mega verwirrend. Ab 100 Tode bekomme ich eine PSC für 10 Euro, okay? Nein. Ich bin ein armer Schlucker. Nein. Wie wäre es, wenn ich ab 100 Tode was mit 10 Euro bekomme? Wie wäre es damit? Wäre bestimmt keine gute Idee, deiner Meinung nach. Aber hey, man kann es ja probieren. So. Ah, den habe ich wieder zu weit genommen. Was schluckst du denn? Also nicht das, was du denkst. Ah, okay, perfekt. Erstmal schön speichern hier. Ganz oben rechts hoch, I guess. Höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich mache das so, wie ich denke, dass das wird schon irgendwie hinhauen. So, erstmal den Bubble wieder aufnehmen hier. Jetzt gleich wieder schön mit der Steuerung verkacken, weil ich auf invertiert gar nicht klarkomme. Kurz den Schneetyp wieder abschießen. So. Den kann ich einfach so abschießen, warte. Kleinen Moment, kleinen Moment. Und zack. Ja, auch wenn Mystery ab und an etwas verwirrt und planlos ist, er findet den Weg früher oder später. Also habt Geduld. Das ist richtig. Früher oder später wird das schon funktionieren. Mal ganz kurz probieren. Ja, das geht. Oh shit. Ah, Glück gehabt. Ich würde ganz gern, bevor ich mich da dran versuche, speichern. Ich finde, die Entwickler könnten die Sprungpassagen einfacher machen für Anfänger oder Leute wie mir.
Na, ich find's okay eigentlich tatsächlich. Das ist ziemlich Endgame, also mittlerweile sollte man das drauf haben. Der Anfang war ja eher leicht gehalten.